Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Was war das denn jetzt für ein stummes Tee? Egal. Ja, wir haben in der letzten Folge die Vorratsbasis eingenommen vom Imperium. Siehe hier, ja, hier. Maximilian, ja. Hans. Aber, mein Gott. Bevor wir jetzt hier mit der Story weitermachen, möchte ich mal Folgendes machen. Njum. Wir wagen uns jetzt mal in einen Skirmish, also eine Schlacht oder wie auch immer man das nennt. Und ich würde mal sagen, normal reicht schon. Oder machen wir jetzt einfach mal so, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen, einfach hier so einen Kampf. Ja. Bin ich nicht klug, ne? Obwohl, die muss ich ja auch irgendwann mal zeigen, also am besten zeige ich dir noch recht am Anfang, so ungefähr, wann die so freigeschaltet worden sind, anstatt ganz am Ende irgendwie so vor dem finalen Kampf oder so. Es wurden Feinde gesichtet. Blablabla. Hier ist die Stadtposition. Macht einfach alles fertig. Wir müssen die Basis einnehmen und so weiter und so fort. Also Standard. Warte mal, was? Waken Dice. Okay. Ja. Hier haben wir ehrlich gesagt die Möglichkeit, ein bisschen unsere Leute zu trainieren. Aber nehmen natürlich Rosie, die nach vorne geht. Und wir nehmen Wendy, die nach vorne geht. Ja. Lago kommt hier an die Spitze. Ich weiß noch nicht, ob hier irgendwelche Panzer rumlaufen, aber mal gucken. Herbert, du kommst natürlich auch. Ich glaube, die Sniper werden ja auch sehr nützlich sein. Und natürlich Alicia und ich glaube, wir hatten schon mal jeden hier, ne? Und Fraser. Ja. Locker knackig. Und deploy. Jetzt machen wir alles platt. Das sind jetzt einfach nur so Kämpfe, die wir schon gemacht hatten. Das war doch die erste Level, die wir gemacht haben, falls ihr euch erinnert. Nun, statt jetzt von der anderen Seite des Flusses hier zu kämpfen, sind wir jetzt an so einer Windmühle am Kämpfen. Falls ihr euch erinnert, das Imperium kam irgendwie von da und hat versucht, alles zu töten. Und dann kamen wir und haben die getötet. Hm? Kreislauf des Lebens. Tut, was ich sage und macht alles platt. Und ich natürlich auch mit meinem Panzer. So. Njum. Und hier gibt es auch keine Tutorials oder irgendwie sowas. Oder Nachrichten. Hier wird jetzt einfach nur getötet. Das ist ja die Spezialität vom Mind Squad. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, ja, 8. Also ein ausgeglichener Kampf, würde ich sagen. Du bist der Erste, da ist der Erste. Würde ich sagen, Oscar, so guck's dir mal an, was hier so los ist. So, hier sieht's übrigens so aus. Upsala. Wir haben ein paar Tage nicht gespielt und schon weiß ich nicht mehr, wie irgendwas geht, ne? So. Ich würde schon gerne irgendjemanden töten. Jemanden, der jetzt nicht gerade verdeckt ist. Den ich auch mit Einschlag töten kann. Zack! Oder was? Mein Gott! So, Edelweiß, du machst den Kommandanten da platt. So. Rat mal was, du stirbst. Pium. Mitten in den Fluss rein. Ugh. Awesome. Ich könnte eigentlich hier nur mit Welcome durchfahren und alles fertig machen. Aber, naja. Wen haben wir denn noch hier als Sniper? Catherine. Bitte. Ich brauche irgendwelche Sniper, auf die ich mich verlassen kann. So.
würdest du so freundlich sein und danke. Ja. Mit in den Fluss rein. Das sah cool aus. So. Das war jemand. So schießt man wirklich. Also kann ich irgendwie gucken hier. Information. Hat er irgendwie was, was ihn daran hindert zu treffen oder was? Kann ich hier kurz gucken. So. Standing in grassy field helps them relax and changing the defense. Hass gegen das Imperium sorgt dafür, dass er eine höhere Genauigkeit hat. Ja, du. Ja, ich bin sicher. The top of player has quite increased attack power. I think change accuracy. Also im Dunkeln kann er besser sehen, oder was? Ja, ihr könnt mich auch mal. Autsch! Oh mein Gott! Das hat mich sehr. Oh. Muss jetzt treffen, danke. Von dem Megaton-Kugel gegen die Fresse geschossen. So. Herbert, wir brauchen Medizin. Ja, wenn es sein muss. Da bist du. Ne, wo bist du? Da bist du. Ich gucke ihn die ganze Zeit an. Wie geht denn das jetzt nochmal? Ich das hier mal an. Nein, du musst mich heilen. Also, das hier? Nein. Ah, das hier. Ah. Ding dong. Boah, voll geheilt. Nein, das wollte ich gar nicht. Mal. Ja, mit mir im Krieg, das ist Spaß seines Lebens. Mir hat doch echt mal jemand vor Jahren mal gesagt, wenn er mit mir in den Krieg zünden würde, ne, er wird das nicht aushalten. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Autsch! So. Hier. Fang! Ja. Ma, nicht im Fuß gefallen. Punkte Abzug. Elisha. So, aufsammeln. 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 Ich weiß man nicht, was das bringt, aber okay. So, nächster. Rosie. Mach irgendwie einen Platz. Hi. Auch hier. Das war knapp. Und ja, ich möchte meinen Zug beenden. Und ihr seid sowas von tot. Noch drei übrig. Geil. Schieß. Nein, nicht du. Ich meine natürlich. Rosie. Ma. Ma. Machen sie die bescheuert. Was? Versuch nicht, Elisha umzufahren und geh mal weiter. Ich habe gesagt, versucht. Und Kabeums. Oh. Ja, das ist ein eindeutiger Sieg. Würde ich mal sagen. Der Ding ist aber ein bisschen überpowered, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So. Radia. Mach auch mal was. Wendy kommt hier gar nicht mehr zum Zug, weil die schon so weit weg ist und das wird sich nicht mehr lohnen. Hey, hey, hey!
Keep calm. Take a grenade. Jawohl. So. Ich hab gleich in 2 Zügen gewonnen. Geil. Sehen wir mal, wie gut ich bin. Sie hatte schöne Ohrringe, habe ich gerade gesehen. So. Efren. Du schaffst das. Ja, Accuracy Boost, ja, das will ich sehen. Metal Bread, ja, das will ich sehen. Richtig. Und jetzt. Mach ihn platt. Jum. Das ist ein Scharfschütze. Das nenne ich Scharfschützen. Scharfschießen. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch für Freya hier die Basis einzunehmen. Und wir haben gewonnen. Mann, sind wir gut. Ich erschrecke mich manchmal echt selber von meinen Können. Ist einfach nicht zu fassen. Und Occupy. Wir haben gewonnen. Geil. Operation komplett, obwohl das keine Operation war eigentlich. Wohl eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Aber wir haben gewonnen. Uns komplettiert. Ha. Punkte, Punkte, Punkte. B, leckt mich an. Wie soll ich denn das in einen Zug schaffen? Also ein Knall. Egal, wir haben es geschafft. Bams. Sieht man zwar nicht, aber naja. So, wir haben noch ein paar Minuten. Gehen wir ins Hauptquartier. Und tun wir mal ein neues Team zusammenstellen. Tun wir mal einige Mitglieder hier wechseln. Ja. Ah, gucken wir mal. Sind da einige neue Gesichter dabei? Und neue Rekruten, geil. Melville, Montley, Aika, Hannes. So. Jawohl. Auf sie habe ich gewartet. Tschüss, Oscar. Nein. So. Suchen wir uns mal einen richtigen Sniper. Ich meine, die sieht schon verlässlich aus. So, wen haben wir noch hier? Claudia. Ne, Herbert, der bleibt immer drin, ne? Na, den komm mal raus. Und dann kommt jetzt Claudia rein. Claudia, Mann! Mann! Wen aber noch hier alles? Ja, noch voll viel hier, sehe ich gerade. So. Hannes. Aika. Ja, Aika, die ist auch cool. Den packen wir dafür raus. Würde sagen. Susi, komm raus. Zwar eine Hauptcharakterin im Anime, aber was soll's. Mein Gott, ihr tut ja alle so, als würden wir uns nie wiedersehen. Kommt doch alle mal wieder rein irgendwann. Ich glaube, sie sogar von einem anderen Spiel, wenn ich mich nicht irre. So, du kommst auch mal raus. Will du was? Melville, komm du rein. Sieht cool aus. Sieht krass aus. So, wen haben wir noch? Hannes, wer kommt denn für Hannes mal rein? Hm.
Joko, geh du mal kurz raus. Ja, du bist definitiv auch nicht das letzte Mal drin gewesen. Na, Hannes. Hannes Salinger. Ja, okay, sieht auch sehr motiviert aus. So. Jede Veränderung mit unserem Squad immer mehr awesome. Okay. Kann ich mir neue Sachen kaufen? Ich habe mal 2800. Na, vielleicht kann ich ja irgendwas machen. Na? Nein. 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 Okay, Edelweiß. Für dich aber, ne? Nö. Ja, Drive System. Oh, das wird so ein Block. Ah. Alter. Alter. Ding. Na gut. So, hätten wir schon wieder alles hier weggeballert an Geld. Müssen wir noch etwas Erfahrung wegballern. Nein. Obwohl, Equipment, genau. Ich kann ja mal die anderen Waffen hier ausrüsten, die wir finden, gefunden haben. Obwohl immer die, die wir finden können, voll kacke sind, obwohl... Range. Ja, auf jeden Fall einigen Leuten hier irgendwie so diese Dinge geben. Boah, gegen Rüstung. Die sind viel stärker, haben aber voll die lahme Range. Okay, sieht aus wie eine Killerin, sie muss sowas haben. Muss ja ein bisschen hier. Ja, geht ja nicht. So ein bisschen hier in Sachen Vielfalt machen. So, wer bekommt noch hier sowas? Hier bekommt auch sowas. Die Range ist dann. Also, okay. Ja, das kann ich ja nicht. Hä? So, dann gehen wir noch ein bisschen trainieren. Na? Ich könnte jetzt eine Einheit schon hochleveln, aber nö. Jum. 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 Boah, bringt's aber auch schon, ehrlich gesagt. Müssen alle ganz genau gleich viel haben. Sonst kann ich nicht schlafen. So. Geht schon so. Ja, mal eins Game spätteln und dann schon so was. Ist eigentlich vollgebracht. Ich kann glatt andere auch noch machen. Aber mal gucken. Ich würde sagen, damit beende ich auch den Part hier. Ach, das kommt von den neuen Rekruten. Im nächsten Part, weiß ich nicht, sollen wir ein anderes Game dann machen? Oder sollen wir mit den Cutscenes weitermachen? Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir die Cutscenes weiter. Deswegen, ja, verabschiede ich mich jetzt hier und sage, bis zum nächsten Mal. Bye bye, Kirby Chronicles. Tschüss!